Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Seite meines Projektes. Ich starte wieder mit einer Schablone und in diesem Buch werde ich viel mit den Distressoxiden arbeiten und auch mal mit den Farben, die ich so nie verwende. Denn ja, man startet mit einer weißen Seite und kann da wirklich sich ausleben. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dieses Projekt, auch wenn es einen Sinn für mich hat, ein Hintergedanke ist, ist es trotzdem so ein Versuchsbüchlein, in dem ich verschiedene Techniken oder Dinge ausprobieren werde. Und da gehört unter anderem dazu, dass ich die Distressoxide öfters mal benutze, weil die Seiten ja auch sehr dünn sind und wenn man da viel dann mit den zum Beispiel Sprühfarben arbeitet, also alles, was halt ein bisschen wässriger ist, ist halt für diese Seiten nicht so optimal. Ja, jetzt habe ich mal mein Muster erstmal gemacht hier mit den Distressoxiden. Jetzt kommt die Schablone, die ich auch sehr gern mag, die ist noch relativ neu. Und da werde ich dann mit der Modellierpaste drüber gehen und mir hier so ein bisschen Muster noch machen. Die Schablone, die finde ich eigentlich echt total cool, weil das ist so eine richtige Mixed-Media-Schablone von den Mustern, die da drauf sind. Ich habe ja diese neuen Acrylfarben hier und finde die eigentlich echt cool, weil die eben nicht so wässrig sind. Die sind relativ dick, dickflüssig oder wie man sagt, ist nicht so wie die anderen Sprühfarben alle. Und die machen das Papier auch nicht so extrem nass und wellen es. Und die verwende ich eigentlich recht gerne. Und werde jetzt dann farblich, seht ihr, wird das wieder sehr fröhlich und bunt und ja, so mache ich jetzt mal weiter, dann noch ein bisschen stempeln. Weiß nicht, inwieweit ich da jetzt noch mit Schwarz extrem reingehen werde. Da bin ich momentan ein bisschen zurückhaltender und bleib lieber so ein bisschen im Farbton. Die Stempel, die ich hier habe, das sind ja auch so ganz typische Mixed Media Stempel und passen immer ganz gut, wenn man eben so ein Mixed-Media-Projekt macht oder so eine Seite halt mehr in dem Mixed-Media-Stil macht. Ich werde jetzt hier auch keine Blümchen oder so dann ausdrucken bzw. stempeln und ausmalen. Das passt da nicht so. Ja, mit dem Buntstift ein paar so Krickelkrackel reinmachen. Und dann habe ich so einen Stempel, der wo eine Naht ist. Den machen wir auch noch. Dann habe ich noch diesen großen Stempel hier, den möchte ich jetzt auch zum Einsatz bringen und schauen mal, welche Farbe das ich jetzt hier nutze. Ich glaube, Rot passt nicht so ganz dazu. Ich habe mich dann doch für eine andere Farbe entschieden, damit es nicht ganz so raussticht. Ich denke, das passt besser. Es ist nicht schwarz und zu grell, aber hat doch eine Farbe, dass man es sieht und dass es auch nicht untergeht. Wenn alles Ton in Ton ist, dann macht es ja irgendwann auch keinen Sinn mehr. Jetzt fehlt noch, dass ich die Namen aufklebe. Das mache ich jetzt gleich und dann kriegen die natürlich noch diese
Umrandung, damit sie ein bisschen hervorstechen. Und ihr seht, ich gehe da immer ganz grob rein. Denn ich habe gemerkt, wenn ich zu konzentriert irgendwas mache, dann schaut es einfach auch zu sauber aus. Und das soll es in dem Falle jetzt wirklich nicht. Und von daher immer einfach krickel-krackel rein und das ergibt das beste Ergebnis dann. Ja, hier habe ich dann nochmal meine Moschee gestempelt und separat ausgemalt und ausgeschnitten. Also es ist nicht aufs Papier gestempelt. Das sieht man ja auch, weil das Muster nicht durchscheint. Und dann kriegen die Seiten noch so einen Braunton hier mit den Distress-Oxiden. Und ich bin dann auch schon wieder am Ende. Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder konntet Ideen sammeln. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!